große Trauer um Veronika Fitz. Die deutsche Schauspielerin ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Bekannt wurde sie durch Serien wie Die Hausmeisterin und Der Bulle von Tölz. In den sozialen Netzwerken nehmen die Fans Abschied. Die Volksschauspielerin Veronika Fitz, die Hausmeisterin, ist tot. Sie war eine wunderbare und eigensinnige Frau, sagte ihre Tochter Ariela Bogenberger der deutschen Presseagentur am Samstag in München. Die Schauspielerin ist TARB den Angaben zufolge am Donnerstag im oberbayerischen Prien am Chiemsee im Kreis ihrer Familie. Fitz wurde 83 Jahre alt. Bekannt wurde die Schauspielerin vor allem durch ihre Hauptrolle in der BR-Serie Die Hausmeisterin an der Seite von Helmut Fischer und Luise Neubauer. Auch in Forsthaus Faltenau und Der Bulle von Tölz stand sie vor der Kamera. In den 1970er Jahren war sie festes Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Zudem trat sie im Münchner Volkstheater und am Bayerischen Staatsschauspiel auf. Fitz lebte fast ihr ganzes Leben in ihrem Geburtsort Krailing bei München. Die letzten Jahre vor ihrem TOT lebte sie in Prien am Chiemsee in der Nähe ihrer Tochter. In der Öffentlichkeit trat sie kaum mehr auf. Vor der Kamera stand Fitz zuletzt 2010 im Fernsehdrama In aller Stille, für das ihre einzige Tochter das Drehbuch geschrieben hatte. Auf Twitter haben sich bereits zahlreiche Fans bestürzt zum TOD von Veronika Fitz geäußert. Ach herrje, die Hausmeisterin ist GISTE und Ben. Ich mochte sie so gerne, hab es gut da unten und lass es krachen. Bein Veronika Fitz, schrieb ein User auf Twitter. Ruhe in Frieden Veronika Fitz, schrieb ein zweiter. Ruhe sanft in ewigem Frieden. Veronika Fitz BR24, postete ein weiterer.